Moin sind Yu-Gi-Oh! Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Heute, also in der letzten Folge, haben wir Kaiba mit Exodia besiegt, wobei das Spiel abgestürzt ist. Ich habe im Nachhinein jetzt dann doch mal mit Linkfunk auf Null-Sieg besiegt. Ne? Und zum Thema, warum das Spiel gecrashed ist, das ist ein altbekannter Bug, der seit Anfang an gespielt existiert, noch nie gefixt wurde und den man umgehen kann, indem man Legacy of the Duelist im Windows 7 Kompatibilitätsmodus irgendwie was spielt. Also man muss es halt kompatibel muss halt so im Modus spielen, dass es kompatibel mit Windows 7 wäre, beziehungsweise das ist ein Windows 7, das ist praktisch ein Programm, was speziell auf Windows 7 angepasst wäre, ist, dass es so aufgeführt wird und dann passiert dieser Bug nicht. Komplett irgendwie so, keine Ahnung, wir spielen auf jeden Fall gegenüber Underwood jetzt. Riesenmotte, das wird lustig. Genau, das kennen wir. Wie gesagt, immer schön die alten Folgen von damals angucken, da habe ich ja noch eine ganz kindliche Stimme. Aber da hat die Geschichte, ne? Geschichtendeck. Hoffen wir mal, das machen wir nicht auf Exodia hoffen. Natürlich, hier wird wahrscheinlich first gehen. Er geht second. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was haben wir denn da? Wir haben elegante Wohltäterin, wir haben Gaia, Hornkobold, Wilder Kaiser und Biberkrieger. Ich würde würd Biberkrieger erstmal verdeckt setzen. Gut, die Bohre. Da hat er den Schaden bekommen, das ist sehr schön. Kulimination, was haben wir denn extra Deck? Wir haben Drachenmeister Gaia. Okay, das heißt, wir brauchen nur noch Drachenfluch. Gaia haben wir schon, das ist schon mal sehr interessant. Jo, beschwimmen wir den mal. Wilden Kaiser. Auch mal, dass er keine für uns gefährliche verdeckte Karte hat. Hat er nicht. Interessant. Verdecktes Monster. Steinsoldat. Riesensteinsoldat. Schon mal nicht schlecht. Wo kommt er hier zu kommen? Wo kommt der Evolution? Böse Karte. Wiedergeburt. Ja. Ich will tatsächlich erstmal nichts beschwören. Mammutfriedhof. Scheißdreck. Also wir hatten in der Regel nur wahrscheinlich doch mal Gaia beschwören, weil im Notfall kann ich die Wiedergeburt wiederholen, wenn ich ihn brauche. Und elegante Wohltäterin. Ah ja. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist noch beschissener. Herkules Käfer.
Dezent beschissen, das ist jetzt mal. Weil da habt ihr dann 300. Das dann 600. Ich komme an die Riesmotte nicht ran. Verdammt. Nochmal Gaia. Nein! Mist. Da habe ich gerade meine einzige Karte, die mich hätte retten können, weggeschmissen. Greift nicht an? Okay. Sanga, gut. Ne. Gut, das war schon mal nichts. Okay, dann zweiter Versuch mal mit meinem benutzerdefinierten Deck. Also wieder so viele. Das ist jetzt, glaube ich, mein selbst zusammengebautes, so mit den Karten, die ich jetzt so hatte. Können wir ja mal versuchen. Wird wahrscheinlich hoffentlich schief gehen. Vielleicht hätte ich auf Pelle gehen sollen, ich weiß es nicht. Der geht mal gucken, was. Er geht wieder Second. Setzen mal Staubtornado und spielen und dann lieben den Kennhund. Gut. Schreibe der Gia, interessant. Oh, das ist. Ja, ja. Ja, gutes Käfer. So. Der Pendel, machen wir das Pendelmonster, perfekt. Ich kann schon aktivieren, das könnte ich denn. Was könnte ich denn holen? Wir haben hier zwei normale Monster. Au. 2700 wäre schon nicht schlecht. Schon bescheuert, du kannst ja. Wow, könnt ihr den Pendel zu mir legen? Nee, komm.
Ich mag die Fusionsbeschwörung. Der erste Tag war perfekt. Lisa. Da bitte, danke. Battle-Phase. Nein. Nein. Juckt mich an der Stelle relativ wenig. Okay, dann haben wir jetzt hier unseren schönen Drachen und schwarze Anhänger. Ja, schwarze Anhänger könnte man mal nehmen. So. Ich habe mich gefragt, warum ich das eigentlich nicht muss, dass ich das nicht in eine extra Deckzone legen musste. Liegt vielleicht noch daran, an welchen, dass wir hier damals im klassischen sind und dass wir da ohne das spielen, aber Pendelzone gibt es ja auch, ich weiß, keine Ahnung. Ja, GG an der Stelle. Ja, das kann man getrost überspringen. Okay, wir hatten nur Dualan, neues Deck. Rezept. Neues Booster Pack, neue Kartenbelohnung, neue Karte und nochmal Duellpunkte. Perfekt. Die Harpie, das sehen wir allerdings in der nächsten Folge.